Hallo liebe Weinfreunde, wir sind eben hier im Stemmler angekommen und heute lesen wir mit dem Vollernter. Wir sind heute mit einem gezogenen Vollernter unterwegs hier an der Bergstraße. Es gibt gezogene, es gibt aber auch Selbstfahrer und hier an der Bergstraße ist es wirklich so, dass wir nur mit gezogenen fahren können. Einfach auch aufgrund dessen der Steillagen, die wir hier haben. Ja, vorab ein paar technische Grunddaten zu dem Gerät. Und zwar sind wir heute mit einem Vollernter des Herstellers Aero unterwegs, dessen Gesamtbreite 2,55 Meter beträgt und die Gesamthöhe 3,25 Meter. Er hat zwei Sammelbehälter, einen links, einen rechts und in beide gehen jeweils 1200 Liter Fassungsvermögen. Und wir haben ein Gesamtgewicht des Vollernters von 2,5 Tonnen. Außerdem beträgt die maximale Arbeitsgeschwindigkeit 6 Kilometer pro Stunde und auf der Straße kann er sogar bis zu 20 km/h pro Stunde erreichen. Dann kommen wir doch jetzt einfach mal zu dem Thema, wie funktioniert denn dieser Vollernter überhaupt, beziehungsweise dieser gezogene Vollernter? Und zwar ist es eigentlich ganz einfach erklärt. Dieser Vollernter nimmt die komplette Rebzeile in Beschlag sozusagen. Also er umzäunt sie von oben, von links, von rechts und von unten und fährt dann da drüber durch. In der Maschine selbst befinden sich sogenannte Schlägel, die sind aus Kunststoff und diese machen so Schlagbewegungen gegen die Rebzeile und dadurch fallen die einzelnen Trauben ab. Die fallen dann runter auf so ein Förderband und dieses Förderband befördert diese Trauben dann nach oben und da werden sie dann links und rechts in die einzelnen Sammelbehälter aufgeteilt. Diese Sammelbehälter sind aus Edelstahl und damit auch gar nichts auf den Boden fallen kann, hat der Vollernter unten noch mal so ein paar, sehen aus wie so kleine Lamellen und dadurch umzäunt er noch mal unten jeden Stock, dass da auch wirklich nichts verloren geht. Ja, und wenn die beiden Sammelbehälter dann recht gut gefüllt sind, dann werden sie ausgekippt und zwar in so eine Butte hier. Ja, was sind dann so die Nachteile oder die Vorteile von der Vollernterlese im Vergleich zur Handlese? Naja, also bei der Vollernterlese ist es auf jeden Fall nicht, zumindest heute zum jetzigen Stand der Technik, noch nicht möglich, eine Selektierung direkt bei der Lese vorzunehmen. Und da muss man tatsächlich noch mit der Handlese ran. Vorteile sind natürlich, man hat einfach eine viel höhere Flexibilität. Wir Winzer können einfach rausgehen in den Weinberg, wenn wir sehen, oh, das Wetter schwingt um und wir haben doch einen richtig schönen Sonnentag oder trockenen Tag. Ja, wir müssen nicht ganz so viele Familienmitglieder akquirieren, um einfach zu... Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, die Trauben bleiben nicht allzu lange liegen, sondern kommen dann auf direktem schnellsten Weg in den Keller. So, wir sind jetzt auch schon am Ende unseres Videos angekommen. Ich freue mich schon auf das nächste Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss!